Ladung vernichten? Feuer bitte, Mann. Ich habe hier jetzt eine wunderschöne Plakette ergattert. Steht drauf, historisches Stadtmauerfest 2016. Und dieses Jahr, wie man sehen kann, wunderschön rechteckig in Form und Farbe. Und wir haben hier so ein hübsches rotes Bändchen dran, damit es auch nicht verloren geht. Also man sieht, sehr praktisch, wie das so für sich das Mittelalter eben gehört. Material dabei, um sein Tor zu verteidigen. Was ist das jetzt genau? Das ist meine Lanze, die ist mir extra für dieses historische Fest übergeben worden, damit wir die Tore auch richtig bewachen können, dass uns kein Böser hier reinkommt. Da könntest du ja Stabhochsprung mitmachen. Ja, bloß ich bin leider recht unsportlich. Also sprich, wenn man früher so ein Ding hatte, hätte man einfach nur Anlauf nehmen müssen und auf die andere Seite hüpfen können. Ja, aber unsere Mauern sind sehr, sehr hoch, das ist das Problem. Also so hoch kann, glaube ich, keiner mit so einer Lanze springen. Aber wir stehen dann meistens auch oben auf der Mauer und schießen die Lanzen runter. Ist das jetzt eigentlich auch ein traditioneller Hut, den du trägst? Ja, das ist ein traditioneller Hut, der ist halt nachgebaut, den Stadtsoldaten von damals. Ihr seid ein lahmer Haufen! Das geht nicht. Das ist ein Smartphone. Sehr modern. Passt irgendwie nicht so ganz. Ja. Kommt vor. Wie hat man das früher gemacht, wenn man eine halbe Stunde zu spät dran war und man musste ganz dringend irgendwo hin und man hatte kein Handy? Brieftaube. Voll Stolz und in Dankbarkeit rufen wir freudig willkommen dem jungen König der Deutschen, entsprossen dem edlen Geschlecht der Staufe, weltoffen und klug, König Friedrich II. Der Nördlingen hat erhoben zu staufen.